Herzlich willkommen. Mein Name ist Dagmar und ich bin Mitglied im Team Aufgabenkultur von Mathematik macht Freude, Freunde. Gemeinsam mit euch möchte ich eine Aufgabe aus einer Klausur der angewandten Mathematik behandeln, einer Simulation eines Golfballflugs. Da Technologieeinsatz möglich ist, möchte ich euch auch zeigen, wie man diese Aufgabe mit Technologie lösen kann. Hierfür werde ich das Programm GeoGebra verwenden. Zunächst gilt es aber nun, uns die Aufgabe genauer zu betrachten. In einem Simulationsprogramm soll die Flugbahn eines in ebenem Gelände geschlagenen Golfballs dargestellt werden. Sie kann näherungsweise durch die folgende Funktion beschrieben werden. H von x ist gleich minus 1 durch 216.000 mal x hoch 3 plus x durch 5. Des Weiteren sieht man, dass x größer gleich 0 sein muss. Es handelt sich somit um eine Polynomfunktion dritten Grades, was man an der Hochzahl erkennen kann. Zusätzlich befindet sich hier eine Einschränkung für x mit x größer gleich 0. Dadurch, dass es sich um eine Entfernung handelt, muss x größer gleich 0 sein. H von x ist die Höhe des Balls in Metern, wenn der Ball sich in x Metern Entfernung vom Abschlag befindet. Des Weiteren findest du nun bei der Fragestellung A, dass es sich um einen 10 Meter hohen Baum handelt, der genau in der Flugbahn des Golfballs steht. Ein guter Golfer schafft es, diesen Baum gerade noch zu überfliegen. Ich selbst hätte da wohl meine Schwierigkeiten. Gefragt ist nun, den Graphen der Funktion zu zeichnen bzw. auch zu kennzeichnen, wo dieser Baum stehen könnte. Das heißt, abhängig von seiner 10 Meter hohen Höhe gibt es mehrere Möglichkeiten für den Standort des Baumes. Du siehst nun rechts eine Skizze einer Wurfparabel, die den möglichen Flug darstellt. Skizziere nun auch den Baum in 10 Meter Höhe und du siehst, es gibt zwei mögliche Standorte für den Baum. Des Weiteren kann man natürlich den genauen Standort mit mathematischen Methoden ermitteln. Es sind also die x-Werte gesucht, für die die Funktionswerte 10 Meter betragen. Als zusätzliche Fragestellung ist nun zu begründen, warum die gegebene Funktion höchstens einen Hochpunkt haben kann. Hierfür werden wir uns den typischen Verlauf von Polynomfunktionen dritten Grades genauer betrachten müssen. Wir öffnen hierzu GeoGebra und ergänzen die Funktionsgleichung. Minus 1 durch 216.000 mal x hoch 3 plus x durch 5. Du siehst zunächst eine lineare Funktion, was allerdings nicht mit dem Verlauf einer Polynomfunktion dritten Grades übereinstimmt. Das ist ein erstes Anzeichen dafür, dass du die Zoom-Einstellung im GeoGebra-Fenster ändern musst. Du siehst nun, dadurch erhalten wir einen Funktionsgraphen, der einen typischen Verlauf einer Funktion dritten Grades hat. Nun ergänzen wir noch die Einschränkung, dass das x nur größer gleich 0 sein muss. Dazu definieren wir eine Funktion h mit dem Startpunkt 0 und dem Ende 220. Wir ändern noch die Beschriftung der Achsen, um der Aufgabe gerecht zu werden. X ist die waagrechte Entfernung in Metern und die Y-Achse ist die Höhe in Metern. Wir passen das Geometriefenster an
damit der Flug des Golfballs möglichst optimal dargestellt werden kann. Nun gilt es noch zu ermitteln, wo der Standort des Baumes möglich ist. Zur Erinnerung, der Baum hat eine Höhe von 10 Metern. Das heißt, wir kennen den Funktionswert 10 und müssen nun die Argumente des zugehörigen Funktionswert ermitteln. Hierzu ergänzen wir eine Gerade mit y ist gleich 10. Durch Schnitt der Geraden mit unserer gegebenen Funktion erhalten wir nun zwei Punkte A und B und wir können die x-Koordinaten dieser Punkte ablesen. Bei den x-Koordinaten handelt es sich um die waagrechte Entfernung, die gesucht ist. Nun zur abschließenden Frage: Warum hat die Funktion nur einen Hochpunkt? Wir sehen rechts die Abbildung der Funktion einer Polynomfunktion dritten Grades. Wir wissen bereits, dass eine Polynomfunktion dritten Grades maximal drei Nullstellen haben kann, ebenso maximal zwei Extremstellen. Und davon wiederum kann höchstens eine ein Maximum sein. Abschließend sei hier nun noch einmal die Aufgabe eingeblendet. Gefragt waren die möglichen Standorte des Baumes und die Kennzeichnung dieses Standortes in einem Graphen. Du siehst hier nun den Funktionsgraph abgebildet, ebenso sind bereits die ermittelten Standorte des Baumes markiert. Wir erhalten für den Abstand des Baumes vom Abschlag zwei mögliche Entfernungen, gerundet 54 Meter und 176 Meter. Wenn wir nun begründen, warum die gegebene Funktion höchstens einen Hochpunkt hat, so halten wir fest, eine Polynomfunktion dritten Grades, so wie in der Angabe gegeben, hat maximal zwei Extreme und daher auch maximal einen Hochpunkt. Ich wünsche euch nun für die zentrale Reifeprüfung viel Erfolg und hoffe, wir sehen uns bei dem ein oder anderen Video wieder.